Konnichiwa und willkommen zu meinem Video über Japan. Es war einfach der Wahnsinn, was ich hier alles erlebt habe. Direkt zu Beginn treffe ich schon in der Fähre Gabrielle und Sebastian aus Kanada, die auch mit dem Fahrrad durch Südkorea und Japan fahren. Und als wir ankommen, trennen sich zwar unsere Wege, aber wir bleiben in Verbindung, denn unsere Routen sind ziemlich ähnlich. In Fukuoka habe ich mich dann erstmal in einem Hostel einquartiert. Da hat mich auch schon ein Paket erwartet. Ich habe nämlich einen japanischen Amazon-Account eingerichtet und mir zwei SIM-Karten dahin bestellt. Und die haben mich zusammen nur 70 Euro gekostet. Dann hatte ich zwei Monate lang unbegrenztes Datenvolumen und ich hatte auch überall eine super Verbindung. Das war einfach klasse und wenn man die nämlich vor Ort kauft, sind die meist teurer. Fukuoka ist bekannt für seine Ramengerichte und für den besten Ramen, den es hier geben soll, stelle ich mich auch gerne mal an. Das Warten hat sich gelohnt. Nach kurzer Vorbereitung geht es auch schon los. Zu Beginn fahre ich viel durch Bambuswälder, Kiwi- und Mandarinenplantagen. Hier im Süden, wo es nicht so viele Großstädte gibt, ist es wirklich sehr entspannt, mit dem Fahrrad zu fahren. Für Google Maps hatte ich eine Karte mit allen Positionen von kostenfreien Campingplätzen und Raststätten hier in Japan. Dort habe ich dann auch die meiste Zeit in den nächsten zwei Monaten übernachtet. Die Raststätten sind anders als wir Europäer sie kennen. Diese heißen Michi no Eki und hier kann man über Nacht mit dem Auto bleiben. Hier gab es dann Obst, Gemüse und Souvenirs aus den jeweiligen Umgebungen. Außerdem gibt es sehr saubere Toiletten und manchmal sogar ein Onsen, also ein Badehaus. Hier habe ich dann einfach neben den Autos auf ein Stück Rasen mein Zelt aufgebaut. Gabrielle und Sebastian habe ich dann bei einem Biofarmer wieder getroffen. Auf dem Grundstück durften wir unser Zelt aufbauen und wir wurden zum Essen eingeladen. Hier hatten wir auch das erste Mal Kontakt mit Vulkanasche. Wenn man währenddessen mit dem Fahrrad fährt, brennt das auch in den Augen und ich hatte jede Menge Arbeit, meine Sachen aus dem Zelt einigermaßen sauber zu bekommen. Dann waren wir drei in dem schönen Asu-Kuyu Nationalpark wandern und danach sind wir in einen Onsen zum Entspannen gefahren. Dann trennen sich unsere Wege wieder und ich fahre weiter zum Sakurajima-Vulkan. Eigentlich wollte ich dort Ausschau nach einem schönen Platz zum Zelten halten, aber hier lag einfach zu viel Asche rum. Ich entschließe mich, ein Stück weiter südlich zu fahren und finde 7 Kilometer vom Vulkan entfernt ein ruhiges, schönes Plätzchen zum Zelten. Ich habe gerade alles aufgebaut, habe noch eine kleine Pause gemacht, bevor ich dann mein Abendessen zubereiten wollte. Da höre ich plötzlich ein richtig lautes Krachen. Ich wusste erst gar nicht, was los war, aber dann sah ich es direkt vor mir. Eine riesige dunkle Aschewolke schießt aus dem Vulkan raus. Lavageschosse flogen umher und richtig große Blitze waren in der Wolke zu sehen. Was für ein Spektakel, was für eine krasse Energie und was für ein Glück, dass ich das gesehen habe. Diese Aufnahme habe ich leider erst gemacht, da war das große Spektakel schon vorbei. Aber das wusste ich ja vorher nicht, wie lange das anhält. Ein, zwei kleine Blitze kann man aber noch sehen, wenn man genau hinschaut. Ich weiß noch, wie ich gedacht habe, boah, das kann doch nicht normal sein oder bin ich überhaupt weit genug entfernt? Die Sachen habe ich dann trotzdem nochmal zusammengepackt, denn die Wolke wurde immer riesiger und hat sich dann auch unten über das Wasser wie ein Schleier ausgebreitet. Natürlich in meine Richtung. Die Windrichtung war wirklich sehr ungünstig für mich. Eine halbe Stunde weiter südlich habe ich dann mein Zelt am Strand aufgebaut. Aber genau in dem Moment musste ich dann auch ins Zelt Schutz suchen, denn die Asche kam runter und ich musste noch ein bisschen länger auf mein Abendessen warten. Der Süden Japans war sehr schön. Ich hatte traumhaftes Wetter, bin durch Puppendörfer gefahren und habe die tolle Gastfreundschaft der Japaner kennengelernt.
Die Leute, die ich unterwegs getroffen hatte, waren super neugierig, wie denn meine Route sei oder woher ich komme. Oft habe ich dann spontan Getränke oder Obst bekommen oder ich wurde zum Essen eingeladen und mir wurde ein Zimmer zum Übernachten angeboten. Dann habe ich ein letztes Mal Gabrielle und Sebastian gesehen. Dann sind wir nochmal wandern gewesen. Um dorthin zu kommen, sind wir einige Höhenmeter mit dem Fahrrad gefahren und einige Stunden gewandert. Abends völlig fertig sagte Sebastian, was für ein toller Ruhetag, und wir lachen. Das ist nämlich oft so, man macht einen Tag Pause vom Fahrradreisen und ist dann trotzdem abends total fertig, weil man die Gegend erkundet hat. Jetzt bin ich über 18.000 Kilometer gefahren, bin in Japan, um endlich den großen roten Shinto-Schrein zu sehen, und guckt euch jetzt mal das hier an. So eine Scheiße aber auch. Aber was ganz witzig ist, das zeige ich euch jetzt mal. Kommt mal mit. Ah, da machen gerade schon welche Selfie. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Die sind nämlich ganz zutraulich. In Hiroshima habe ich mir das Friedensdenkmal angeschaut. Sogar der Papst war an diesem Tag dort und hält eine Rede, aber das war für mich zu spät. Ich habe dann eine Portion Okonomiyaki verspeist und bin dann weitergefahren. In den nächsten Tagen hatte ich tolle Zeltplätze gefunden. Morgens, als ich einmal mein Frühstück vorbereitet hatte, kam ein älterer Herr und wir haben uns kurz unterhalten. Nachdem ich ihm erzählt habe, dass ich aus Deutschland bin, ist er kurz in seinem Haus gegangen und hat mir ein kleines Bier zum Frühstück spendiert. Wie witzig. Tja, am Abend dachte ich noch, was für ein ruhiges Plätzchen zum Zelten, und morgens wurde ich von einer Horde Kinder überrascht, die hier Fußball und Rugby spielen. Ich habe mich nett mit dem Trainer und ein paar Eltern unterhalten und die Kinder haben erst angefangen zu spielen, als wir ein Gruppenfoto gemacht haben und ich allen einen High Five gegeben hatte. Diese Getränkeautomaten findet man überall in Japan. Man kann durch die abgelegensten Winkel Japans fahren, irgendwo steht so ein Automat und leuchtet vor sich hin. Da habe ich doch tatsächlich einen deutschen Weihnachtsmarkt in Osaka gefunden. Und es gibt Bratwurst. Hammer! Den Mitarbeitern vom Weihnachtsmarkt habe ich mich auch schnell angefreundet und wir sind abends zusammen ausgegangen. In Osaka habe ich mir dann auch mal die Zeit genommen, meine Hose zu flicken. Immerhin, ich war damit ein ganzes Jahr auf meinem Fahrradsattel, da hat die schon einiges ausgehalten. Da habe ich dann auch mit Sebastian Gabriel mich darüber unterhalten und denen gesagt, wie witzig wäre das denn, wenn man schon in Japan ist, ein Hello Kitty flicken
da drauf zu packen. Da haben wir dann ein bisschen gelacht und ja, was passiert dann in Osaka beim Shoppen? Was sehe ich? Ein Hello Kitty flicken. Ja, dann konnte ich auch nicht widerstehen. Außerdem war meine Stellschraube von meiner Bremse defekt und ich hatte Luft im Bremssystem. Das habe ich dann auch in Osaka reparieren lassen. In ganz Japan gibt es nur den einen Magura-Händler. Auf dem Weg nach Kyoto habe ich Sandro aus der Schweiz wieder getroffen. Wir haben es jetzt schon das vierte Mal auf dieser Reise getroffen. Wir essen zusammen, fahren ein paar Stunden mit dem Fahrrad und erzählen uns, was alles so auf unserer Reise, seitdem wir uns das letzte Mal in Kirgisistan gesehen haben, passiert ist. Wirklich spannend und interessant. Der Weg von Osaka nach Kyoto ist ideal zum Fahrradfahren, wenn man nicht mit dem Fahrradgepäck so breit wäre wie ich und nicht an den Blockaden vorbeikommt. In Kyoto konnte man alle Sehenswürdigkeiten prima mit dem Fahrrad erreichen. Hier in dieser Stadt und die Tage darauf habe ich wunderschöne Tempel, Schlösser, Dörfer gesehen, die teilweise aufwendig restauriert wurden. Langsam wurde es auch wieder kälter. Wenn ich morgens mir den Wetterbericht angeschaut hatte, waren es minus 8 Grad. Da wurden abends und morgens schnell die Hände und Füße kalt. Sobald ich aber in meinem Daunenschlafsack war, war alles gut. Dann habe ich auch endlich mal die sogenannten Schneeaffen gesehen. Normalerweise gehen die hier in die heißen Quellen baden. Ich habe es leider nicht gesehen. Dafür hatte ich aber fast Lust, selber bei der Kälte reinzuspringen. Ich bin jetzt wieder auf dem Weg zum Fahrrad. Jetzt habe ich einen Pass von ca. 2200 Meter, Höhenmeter vor mir. Und da brauche ich jetzt noch 4-5 Stunden, bis ich da oben bin. Und in 4-5 Stunden soll es anfangen zu schneien. Dann die ganze Nacht über.
Also werde ich mich jetzt ein bisschen sputen. Da habe ich nämlich keine Lust, da oben zu sein, wenn es dann richtig losgeht. Eine Stunde hat mich aber ein Skiguide abgefangen und erklärt, dass oben alle Straßen wegen Schnee gesperrt sind. Also bin ich einen anderen Weg gefahren. Heute fahre ich den letzten Pass, dann bin ich beim Mount Fuji, da fahre ich dann einmal rum. Und jetzt bin ich gerade aufgestanden, mache mir mein Frühstück im Zelt, denn wir haben jetzt draußen 3 Grad und es regnet. Das ist ziemlich scheiße. Und so sieht das dann aus hier. Also im Vorzelt schön köcheln und ja, dann packe ich jetzt das Toast raus und Erdnussbutter und dann geht's gleich schon weiter. Die Gegend um den Mount Fuji ist einfach ein Traum. Zum Glück hatte ich auch noch schönes Wetter, denn oft ist der Berg von Wolken verdeckt. Zudem habe ich noch einen schönen Wasserfall erkundet, bin in ein tolles Onsen baden gegangen, habe ein Frühstück mit Sonnenaufgang und herrlichem Blick auf Mount Fuji gehabt und bei der Abfahrt habe ich die 20.000 Kilometer geknackt. Als ich dann abends mein Zelt aufgebaut hatte, hatte ich wirklich einen Tachostand von über 20.000 und 37 Kilometern. Das heißt, ich habe den halben Planeten mit dem Fahrrad zurückgelegt. Ich muss sagen, das war schon cool und da war ich schon ein bisschen stolz auf mich. Dann war auch schon Endstation für dieses Jahr. Ich bin in Tokio angekommen, der größten Stadt der Welt. Hier mache ich über die Weihnachtszeit und Silvester Pause. Ich hatte das große Glück, 2 Tage über Weihnachten bei dieser wunderbaren jungen japanischen Familie zu verbringen. Ich habe sogar spontan bei einer Feier von einer kleinen Gruppe meine Route präsentiert. Dann war ich super aufgeregt, weil meine Freunde aus der Heimat mich besuchen kommen. Mit Carsten, Marius, Susanne und Thomas erkunden wir dann Tokio und feiern zusammen an der Shibuya-Kreuzung ins neue Jahr rein. Mein Fazit über Japan. Ich fand es einfach genial, durch dieses Land zu reisen. Ich habe mich wirklich nie unsicher im Verkehr gefühlt. Man konnte ohne Probleme fast überall zelten. Das Essen war herrlich. Die Gastfreundschaft war super. Die hat mich sehr stark an die iranische Gastfreundschaft erinnert. Und die Japaner sind einfach so unglaublich höflich. Die Onsen bzw. die heißen Quellen, die waren wirklich ein Segen. Die waren auch außerhalb touristischer Orte überhaupt nicht teuer. Ich habe manchmal nur 300 Yen bezahlt. Ja, außerdem der Vulkanausbruch, dass ich jemals einen Vulkanausbruch sehe, das war einfach der Wahnsinn. Ich habe das mal recherchiert. Das letzte Mal, dass er so heftig ausgebrochen ist, war vor 3,5 Jahren. Ich bin einfach sprachlos. Ja, ansonsten, wenn man mit dem Rad durch die Städte fährt, muss man wegen den Ampelphasen viel mehr Zeit einplanen. Und die Bordsteinkanten, die waren oft nervig, da die meist 5 cm hoch sind. Kommen wir dann zu meinem Equipment. Das hat im ersten Jahr so super geklappt. Ich glaube, damit komme ich wirklich fast bis zum Schluss mit aus. Ich hatte bisher 6 platte Reifen gehabt, davon 5 hinten. Die Mäntel, die musste ich schon in Indien austauschen, weil ich mir irgendwo vorne und hinten einen Schlitz reingefahren habe.
Dann sind zwei Zeltstangenglieder gebrochen. Aber da habe ich schon Ersatz von meinen Freunden bekommen, die mich besucht haben. Und ja, dann habe ich noch ein T-Shirt und meine Winterhandschuhe wegschmeißen müssen. Bei den Handschuhen hatte ich plötzlich irgendwas da drin, wogegen ich allergisch reagiert hatte. Und da hatte ich wirklich 2 Wochen zuletzt dicke Hände gehabt. Ansonsten hatte ich zu Beginn meiner Reise ein geschwollenes Knie. Ich war 2-mal erkältet, hatte einen Tag Magen-Darm und ja gut, öfters mal Durchfall. Ah, das war jetzt nicht wirklich schlimm. Easy. Das erste Jahr war voll von wunderbaren Menschen, faszinierenden Landschaften und richtig coolen Abenteuern. Ich hoffe, ich kann auch im zweiten Jahr so tolle Momente mit euch teilen. Machen wir gleich nochmal.